Hallo, hallo! Hier ist Marvel 1972 von MFG. Wir hatten es ja schon mal, dass ich hier unterwegs gewesen bin mit der Su-130 PM auf Steinfeld. Und da habe ich das Flankenmanöver gemacht. Ich bin jetzt wieder unterwegs im WZ-120-1GFT. Manchmal bei dem Namen muss man wirklich nachgucken. Und ich mache natürlich wieder mein Flankenmanöver. Ich mache das nicht immer, aber mit solchen Panzern, ja, kommt ein bisschen auf Matchmaking auch drauf an. Habe ich da manchmal Bock drauf. Und man kann sich auch auf der rechten Seite von hier aus gesehen hinten in so einen Busch reinstellen und da laufen die Gegner drauf. Das kann man auch. Und was besser oder schlechter ist, ich kann es euch nicht sagen. Es kann beides gut funktionieren, es kann beides auch nicht. Zum Beispiel so, weil man die Gun einfach nicht braucht. Hier ist aber richtig was los. Heieiei, da haben wir ein Nest. Heieiei. Das ist aber ein Nest. Okay. Gut, dass wir die hier mal aufgemacht haben. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Heieiei. Was ist denn das für ein Nest hier? Eieieiei. Noch so einer und die sind fertig. Mein Team hier oben, ne? Also die scheinen ja so richtig Bock zu haben. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging nicht durch. Ja, okay. Gut. Da haben wir uns aber im richtigen Moment gedreht, doch. Eieiei. Wie ist denn der her? Der Frechdachs. Ja. Hätte ihr abdrücken sollen. Okay, so. Also ich bin One-Hit für alles, was hier rumkurft, würde ich sagen. So, grob schon. Wir müssen jetzt tricky sein. Das ist halt auch so diese Situation manchmal, dass die Leute nicht sehen, was Phase ist und mal die Panzer durchziehen. Und dann einfach sehen, okay, wir sind hier vier Panzer da oben, oder nur drei Panzer, wir haben hier die Überzahl, wir müssen die jetzt mal rausnehmen oder so. Nein, dann wird er einfach irgendwo rumgestanden und darauf gewartet, dass irgendwer anders was tut. Das geht hier aber auch nur begrenzt. Ne? Wenn man mit 1166 Hitpoints durch die Gegend fährt, da kann man nicht so viel traden. Das ist halt auch so. So, hallo Reinigkeit, du könntest das Ding jetzt löschen, wenn du es gut anstellst. Sonst natürlich. Es geht. Ja, und ihr habt jetzt hier ein ziemlich aggressives Gameplay gesehen mit diesem Panzer. Es baut natürlich ab und zu mal was dran, aber ihr habt halt auch sehr, sehr wenig hier im Panzer. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ja, Bahne 3. Wir haben Top-Damage gemacht, hat sich aber gut verteilt auf dem Team, aber ein Annihilator ist halt auch ein guter Panzer, der muss auch eigentlich Damage machen. In dem Fall war das nicht ganz so toll, aber das wollen wir auf den Leuten machen. Das wird ja auch was. In dem Fall sag ich Tschüss!